dann sind wir auch schon wieder direkt live. Es sollte gleich losgehen. Messerrunde ging an den Live-Ticker. Nice, Part. Race to Edge Gaming holt sich hier die Messerrunde hier auf DE Mirage. Ich werde schnell noch meine Config wieder laden. Ich hatte irgendwie Probleme, aber kein anderer anscheinend. Also geht's los. Viel Spaß mit dieser Partie. Direkt rübergeschaltet. Also chattet rein für eure Teams, für Race to Edge und für AYB Esports. Wer hat die größere Crowd ist heute Abend hier dabei? Es würde mich freuen, so viel Action im Chat zu haben, wie es geht. Immer fair natürlich. Es soll natürlich ein geiles Spiel werden. Hier auf Mirage. Doch, eine sehr interessante Map. Ich finde immer noch eine CT-lastige Map, aber mittlerweile auch dort terroristenmäßig unterwegs. QK, jetzt hier Underwood, jetzt hier bei Race to Edge auf dem A-Sport. QK, Todesgeflasht. Ich glaube vom eigenen Mate oder von den Gegnern. Ja, von den Gegnern, von der Head in dem Fall. Und somit kommt man erstmal auf den Spot drauf. Jetzt muss man aufpassen, der Head kriegt weiter, holt sich auch noch Max. Wir haben noch zwei Spiele, da kann man einen Counter-Effekt machen von Trip. Es geht hier relativ schnell, wir haben 2 gegen 4. Die Jungs von ARB Esports allgemein haben ein richtig starkes Line-Up hier. Und Race to Edge Gaming muss hier auf jeden Fall gut gegenhalten. Da bin ich echt gespannt, wie es läuft, weil das letzte Spiel zum Beispiel, was man mit Race to Edge Gaming auch gespielt hat, hier auch gegen Entropy Gaming, ne? War es gewesen, auf das Zeug, was wir auch gecastet haben, war ja auch nicht so gelaufen, wie ich es eigentlich gedacht habe. Und ARB mit Ahead, NK, ne? Polsiam, Patrick und Ponke haben hier auch schon 5 krasse Gamer. Ja, auf jeden Fall. Ich bin ja nur wegen NK vorbei hier, also definitiv. Nein, natürlich nicht. Echt okay. Ein starkes Lineup, was sich ABB hier aufgezogen hat. Ahead, NK, Y, Polsa, Patrick, Ponke, wie du schon eben sagtest. Auf der anderen Seite natürlich auch, ne, hier. Max, Head, QK, Trip, Like und Tracer bei RY unterwegs und die holen den First Track hier gegen Patrick. Und zwar mit der Scout aus dem Window. Jetzt geht es aber Richtung B-Spot für AYB. Und da wird schon die ersten Spieler auseinandergenommen. Ahead und NKY können hier die Frags holen. Boah, Like mit 2 schönen Klicks dann nochmal hinterher. Gleicht das Ganze aus. Ja, wichtige Klicks, die hier verteilt werden. Das ist natürlich bitter. AYB jetzt mit den beiden Galils 4% und nur 47%. Natürlich nicht so Poll. Poll sammelt den Spieler auf Kurs, hat die Sets auch gehört. Jetzt Like Nummer 22, also muss jetzt gut performen. Like hat gerade schon 2 Klicks verteilt. Noch einen! Den dritten macht er auch noch! Und jetzt ist es nur alleine Ahead, der jetzt den Spot halten muss. Er weiß, von rechts kommt einer. Von links ist aber schon Tracer am Start. Und da holt man die Runde bei Ace to Edge. Direkt die Konter. Runde geholt und das ist natürlich perfekt jetzt für sie, aber trotzdem wird es AYB, glaube ich persönlich, jetzt nicht so jucken, dank dem Bombenplant. Ja, wobei, ich glaube jetzt hier gegen zu forcen, macht jetzt hier bei 3 Spielern mit 2,5 nicht Sinn. Da geht man vielleicht jetzt nur in die Pistols. Drüben hat man echt gutes Geld. Ich glaube, das wäre schon echt gefährlich, aber ich kann es mir auch vorstellen, dass es passiert. Naja, das sieht nach Deagles aus, so ist es, da kommen die Deagles. Und ja, macht halt echt keinen Sinn, so wie du schon sagtest. Man kauft sich hier zwar auf 1,5 runter bei Patrick, aber trotzdem genug Geld, um der nächste Runde schön reinkaufen zu können. 2 Spieler noch richtig gut mit Geld dabei. Und so kann man jetzt hier mit den Deagles eventuell ja auch nochmal gut Schaden machen, ein bisschen Geld einnehmen. Und dann nächste Runde wieder mit dem vollen Waffenline-Up an den Start gehen, um sich die Runden zu sichern. Ja, Race Edge mit der Scout bei QK. Und der ist damit erstmal erfolgreich. Auf der anderen Seite die Granate von Trip. Holt sich hier auch noch den nächsten Spieler. Also alles in allem sieht sehr gut aus. Am Anfang dieser Runde hier schon mal für Race to Edge. Dass es auch die zweite Runde hier für sie werden könnte. Ja, sieht ganz gut aus. Die Deagles spielen halt gerade noch bei AYB Esports. Die hier auch Like vorher rausgehauen hat. Da die vermisst man ein bisschen. Und da hätte aber vielleicht jetzt mit der Chance den ersten jetzt noch zu verteilen. Der hat Bock. Gucken wir mal, ob es Trip jetzt ist oder nicht. Bleiben wir mal auf ihn, aber ich glaube, von der Seite kommt schon aus dem Window der gute Like und der gönnt sich Ahead. Und jetzt ist es nur noch ein Spieler mit der Bombe und zwar Ponke, auch mit der Deagle. Vielleicht kann auch die Bombe legen jetzt hier auf dem A-Spot. Aber da warten halt 2 Spieler und der dritte ist Tracer halt hier in der Action. Und das ist perfekt gelaufen für ihn, aber jetzt oben Like, Alter, jetzt gerade nur im Gesicht. Ich glaube, 5 Kills, 5 Headshots. Ja, es läuft auf jeden Fall gerade. Ja, 40%. Nur 40%. Das ist natürlich dann nicht so gut. Hm. Da muss man noch ein bisschen üben. Die anderen sind alle bei 50, 66, 100% bei Ahead. Also der ist mit 3 Frags gerade noch komplett im Kopf gewesen. Und jetzt, wie wir schon gesagt haben, kommen die Waffen. 2 Galils sind dabei. Das waren die beiden Spieler, die sich ein bisschen lower kaufen mussten durch die Deagles. Aber trotzdem, die Galil mittlerweile eine ernstzunehmende Waffe geworden, auch weil sie so günstig ist. Mit ihren 1,8 ist es eine super spielbare Waffe. Und somit wird sie auch immer öfter jetzt gekauft.
Welche Waffe meintest du? Entschuldigung. Die Galil. Ach, die Galil, ja, die ist halt auch irgendwie gefühlt richtig stark. Also das, die Meta hat, da hat sich auch nochmal einen Tick verbessert dorthin wieder in Sicht. Da hat sonst eher MacTens oder sowas gesehen. Ne? Also die Galil definitiv auch jetzt gerade sehr, sehr beliebt. Und da aimt man auch gut ins Gesicht. Ich weiß gar nicht, gab es da einen Nerf oder kein Nerf, sondern eher so einen Push dafür oder sowas? Oder wurde die einfach wieder neu entdeckt? Wurde auf jeden Fall billiger gemacht. Ah, okay. Das ist ja schon mal ein Grund dafür. Auch ein billig für NK auch erstmal ein einfacher Frag gegen Like, der da hinten in der Smoke saß. Ganz, ganz frech, ne? Ganz so gefühlt gerade. Diesmal Vorteil für ABB Esports. Jetzt sieht es ganz gut aus, dass man hier Race to Edge erstmal wieder eine Runde klaut und wir ins Unentschieden gehen zum 2-2. Geldtechnisch aber Ratio Edge kann hier erstmal reinkommen. Wenn man auch gut safe Trip, aber hat noch was dagegen. Schießt erstmal gegen Patrick gegen. Man hat einen sehr schnellen Push von Tracer, den hat man auf jeden Fall gehört. Man weiß, einer muss jetzt in der Terrorbase sein. Also somit hat man den bestimmt auf dem Schirm, dass da jemand kommen kann. Deswegen zielt auch schon NKY dort ab. Und Tracer versucht jetzt von dort wieder zurückzukommen und zu peeken. Und das könnte ganz gefährlich werden. Mal gucken, jetzt Ahead gegen Tracer. Natürlich keine Chance hier für Tracer, weil er war bekannt. Und Patrick holt sich auch noch den guten Max. Wir haben nur noch Trip. Wenn der die Waffe jetzt saved, ich denke, dann sehen wir auf jeden Fall wieder eine solide Waffenrunde. Und dann wird es nochmal sehr, sehr interessant, denn ABB Esports hat zwar die 5 Waffen, die man jetzt hat. Ich denke, man wird mal aber nicht upgraden. Und Ratio Edge Gaming hatte, glaube ich, gerade nicht. Hatte, glaube ich, einen Spieler, der keine gute Waffe hatte, oder? Der Scout war noch dabei? Ja, bei QK, oder? Ich glaube, ja. Glaube ich, die Scout. Aber trotzdem hier die Galil, die erste von Patrick, wird weggeschmissen. Ah, guck mal. Ausgetauscht gegen eine M4. Gibt es die Information aus dem Chat? Ja, habe ich gerade schon gelesen. Wie gesagt, die Galil gerade schon einmal ausgetauscht. Aber die letzte Galil bei Polzern muss man noch behalten. Trotzdem, super starke Runde. Man geht hier flawless raus. Und das zeigt sich natürlich auch direkt hier wieder. Man kann direkt gut Geld aufbauen hier auf der T-Side. Ja, es ist natürlich krass, weil Flawless, Bombenplant, Utility ist reingekauft und trotzdem hast du immer noch knappe 3000 bei jedem Spiel. Es ist halt richtig gut gelaufen. Ich glaube, wenn man alles genau richtig sind es genau 3000 bei allen. Ja, also optimal gelaufen. Also besser geht's halt nicht, aber besser geht's für Like. Der holt sich die Fracking Bonk erstmal in der Mitte und natürlich ein wichtiger First Track jetzt für Race to Edge Gaming. Auf kurz wartet Trip jetzt mit der Deagle, also sozusagen hier gerade im Mini-Döner. Und im Connector ist Tracer jetzt. Und man smoked nochmal ein bisschen ab. Patrick agiert dort so ein bisschen rum, kann aber nicht viel sehen, kann nicht viel machen, muss natürlich aufpassen. Die Bombe mit NKY wird halt unten nach hinten abdecken, also man wartet erstmal die ganzen Smokes auf. Und jetzt der Pulse auf Contact, sieht Twitter nicht die AWP und Like erwischt es hier ganz bitter, denn der hat gar nicht mitbekommen im ersten Moment, von wo die Schüsse kommen. Okay, und QK holt aber den Konterfrag direkt, QK vielleicht gegen Pulse auch noch einen Frag, aber von der Seite ist Patrick da und Patrick macht den Frag, hier den doppelt sogar. Perfekt gelaufen, weil man Connector nicht mehr auf dem Schirm hatte. Max jetzt nicht hier auf der CT-Base. Macht nochmal einen. Macht's nochmal spannend. Zum 1 gegen 2. Vielleicht kann man jetzt noch die Runde holen, wenn er hier beide komplett abfarmt. Abfarmt, so. Na, jetzt ist er natürlich super bekannt. Man schmeißt nochmal alles an Utility in die Richtung von ihm. Aber er lebt noch und das ist, heißt, es könnte nochmal gefährlich werden. Jetzt ist er auch auf dem Spot drauf, sieht den ersten Spieler im Jungle, kriegt ihn nicht, kriegt dafür aber den Spieler, der hier Richtung Action steht. Und jetzt ist es nur noch NK, der gegen Max hier das Duell gewinnen muss. Und das macht er ziemlich souverän, geht direkt beim ersten Diffuse raus und ja, trifft in den Kopf, holt sich die Runde für sein Team. Und damit die Führung wieder zurück bei AYB Esports. Ja, weißt du, was ganz bitter war? Er hatte auch keinen Diffuse gedrückt. Er hat es, glaube ich, eh nicht geschafft. Hätte er es gehabt, vielleicht die Smoke etwas weiter nach vorne werfen, nicht auf die Bombe, weil dadurch wurde er zu früh gesehen. Ansonsten war die Idee richtig stark, fand ich sogar, ja. Vielleicht die Smoke nach vorne geworfen, um sich zu nehmen. Hätte man vielleicht, hätte er umlaufen müssen, schnell mit dem Messer vielleicht in der Hand oder so. Und der Move dann von ihm hätte ihn vielleicht dann nach vorne gebracht. Aber okay, passiert trotzdem nochmal schön rausgespielt. Ein 1 gegen 1 am Ende. Aber Race to Edge jetzt nochmal ein bisschen aufpassen. Man hat das Pistol Force mit 2-3 Spielern. Die kommen über Kurs ins Land gerannt. Aber AYB natürlich die Mittelkontrolle. Das spielt man eigentlich immer so an, wie auf Mirage, dass du halt entweder den B- oder den A-Spot angreifen kannst, je nachdem, was du möchtest. Wo du halt vielleicht einen Spieler frühzeitig abaimen kannst. Warten darauf nur und holen alle 5 Spieler direkt raus. Deswegen schnelle Runde jetzt hier für AYB Esports. Race to Edge hat es sich über sich ergehen lassen. Und jetzt haben sie 4 M4s und eine AUG für die nächste Runde. Und die brauchen es einfach wieder, denn für mich ist es immer noch eine CT-Map. Immer noch. Mal gucken, ob sich das irgendwann ändern wird. Noch im Leben. Bevor es dann jetzt, bevor in Mirage rausrotieren wird. Ja, wer weiß.
Terrorseite ist auf jeden Fall mega stark geworden. Genau wie Nuke. Also alle Maps drehen sich gerade so, als wenn die Terrorseite sowieso irgendwie noch mehr, allein wegen dem Boost vielleicht auch noch, der Galil immer stärker wird. Jetzt greift man an. A-Y-B jetzt über Apes. Alle fünf Spieler sogar dort. Trip und Max, die beiden jetzt hier müssen es halten. Da gibt es die Support-Flash, Smoke, was auch immer. Das war die Flash. Trip jetzt an der Window. Da verliert man Max. Jetzt ist Triple auf jeden Fall noch ein bisschen selbst durcheinander gekommen. Man hatte jetzt keinen über sich gesehen. Der andere ist jetzt aber durchgerannt. Und dann hat man direkt schnell Spieler, drei Spieler verloren. Denn auch ein ganz fächer Polsam springt einfach ins Kittchen und holt ihn weg. Ah, eine ganz schnelle Runde wieder hier von AYB. Jetzt verliert man nochmal einen Spieler. Will hier natürlich ein bisschen auf die Jagd gehen. Vielleicht noch die Waffen rausnehmen, weil man weiß, dass kein Geld bei den CTs sein kann. Somit jede Waffe, die man jetzt rausnimmt, bringt sie nächste Runde in eine leichtere Runde. Ups, weil, Entschuldigung. Boah. Ja, da war es ein bisschen laut bei euch, Entschuldigung. Es war extra Soundeffekte jetzt hier. Es war die laute Variante von ASMR, wisst ihr Bescheid, Leute. Wenn ein Handy gegen das Mikrofon klatscht. Läuft. Ja, Runde geht LYB, 5 zu 2. Man kriegt zwei Waffen. Ja. Die Waffen werden wohl auch die einzigen sein, die jetzt in der Runde kommen. Wir sehen die Deagles bei den restlichen Spielern von Razor Edge, beziehungsweise bei For Like. Noch eine P250. Und das ist es, was man zur Verfügung hat. Eine M4, eine AUG, zwei Deagles und eine P250. Und das könnte hier schnell für die nächste Runde für AYB werden. Sie haben wieder einen super schnellen Move Richtung Mitte. Das wird aber zum Verhängnis. Razor zusammen mit QK sind parat, holen sich drei Spieler. Patrick aber nochmal mit dem Refrag. Trotzdem erstmal klar die Überzahl hier rausgespielt bei Razor Edge. Man ist zu viert. Bei AYB sind nur noch zwei Spieler am Leben. Und zwar Ahead und Tonke. Ahead mit dem ersten. Ahead müsste den zweiten auch noch. Den kriegt den zweiten auch noch. Super rausgespielt. Damit ist es wieder 2-2. Und alles wieder drin. Und was ist da hinten passiert? Ponke ist rausgeflogen. Oh nein. Oh, bitter. Jetzt natürlich für AYB Esports. Man hat es hier richtig gut gemacht jetzt hier bei Ahead. Und der muss jetzt alleine performen. Erstmal ist die Bombe halt noch in der Terrorbase. Das wird dann ein bisschen Stress machen und muss rotieren. Das ist natürlich echt doof gelaufen. Aber super gut gespielt von Razor Edge Gaming. Mit den beiden Waffen, mit den Pisten. Diesmal viel besser gelaufen. Man war bei AYB doch ein Tick zu offensiv, ne? Und es wurde bestraft und hat diesmal komplett geklappt im Vergleich zu der Vorrunde zuvor. Bombe gepickt von Ahead. Er weiß halt nicht, ob da einer schon offensiv war, ob die Bombe gesehen wurde. Deswegen der Move jetzt hier zu schleichen. Vollkommen korrekt und geht wieder Richtung A-Spot. Und Max und Chip wissen halt nicht genau, was abgeht. Aber ich denke, sie freuen sich gerade so mit einem leichten Grinsen, okay. Ponke ist rausgeflogen. Glück für uns. Das könnte das 5-3 werden. Man hat eine AK, eine Deagle. Ich verstehe gar nicht, warum Chip nicht versucht, noch eine Waffe zu holen. Weil er wusste doch, dass der auf dem A-Spot ist. Er hätte noch Zeit gehabt. Aber okay. Man will es auch nicht riskieren, weil Ahead könnte überall sein. Er hatte noch genug Zeit gehabt. Und jetzt muss natürlich Ahead erstmal alles checken. Weil hier könnten überall CTs sein. Er geht hier rauf. Jetzt wird ein bisschen gegambelt. Vielleicht nochmal CT reingeschaut. Genau. Hier ist niemand. Geht auf die Grundlinie der CT-Base. Niemand zu sehen. Und jetzt wird gelegt. Und jetzt aber hat gerade schon Max ein bisschen rotiert. Es wird hier super spannend. Ahead 1 gegen 2. Macht er den 4K oder nicht? Plant es durch fürs Team. Und der muss jetzt hier regeln. Der wird den nächsten Spieler auf jeden Fall erstmal. Damit ist Max bekannt. Trip jetzt, der hier rotiert. Hat man vielleicht auf dem Schirm. Vom Gefühl her war es schon richtig. Es quetscht sich selbst den Rücken voll, aber Max ist nicht blind. Jetzt muss man aufpassen. Noch eine Flash. Und jetzt nehmen sie ihn wahrscheinlich gleich in die Mangel. Ahead jetzt die Flash. Könnte gut für ihn sein. Oh mein Gott, voll perfekt die Flash. Und Trip war natürlich jetzt bekannt, dadurch, dass er verschießt und Todesgolden war. Ahead mit dem Next Level Play, aber trotzdem. Aber trotzdem Trip macht's. Gute Runde von Razor Edge Gaming. Und schade, dass hier Ponke rausgeflogen ist. Ansonsten denke ich schon, es wäre die sichere Runde gewesen für MLB Esports. Ja, das war ja richtig gut hier auch noch das 1 gegen 2 gespielt von Ahead. Hätte er da noch sein Mate gehabt, dann hätte das Ganze wahrscheinlich doch noch mal ein bisschen anders ausgesehen. Und auch anders gespielt, denke ich mal, aber hat er gut ja, gemacht. Ja, viel ne? schneller vor allen Dingen auch. Also man hätte ja gar nicht so rotieren müssen wahrscheinlich wie jetzt. Ponke war, glaube ich, der Spieler, der auch die Bombe hatte. Ja. Deswegen. Von also, daher wäre die Bombe halt viel schneller auf dem A-Spot gewesen. Ja, zum Schluss war ich noch ein bisschen glücklich mit der Flash, aber die hat halt perfekt beide geflasht. Es war perfektes Timing, war richtig nice, war geil, war perfekt. Hätte ich ihm sogar gegönnt, dass er das noch holt, weil hat er sich gut rausgespielt. Jetzt der Like wieder in der Mitte, AWP geht ins Duell gegen Ponke, der direkt wieder raus. Diesmal aber wirklich raus, nicht durch einen Drop oder so. 4 gegen 5. Anschluss hier gegen Like von NKY. Und mal gucken, was jetzt geht. Like muss ich zurückziehen. Und man ist doch sehr, sehr weit nach vorne gepusht, ne? QK und Tracer in der Action. Und der A-Spot ja, selbst ist komplett frei irgendwie. Das ist es auf jeden Fall. Also man hat die Action schon gepusht, weiß, von da kommt keiner. Aber man hat natürlich noch Ahead hier.
in der Palace stehen. Der geht jetzt langsam raus. Oh, kassiert aber dann da die Schüsse von der Seite von QK. Damit ist er raus. Und das war wichtig hier aus Sicht von Razor Edge. Weil der hätte jetzt gut Stress machen können auf dem A-Spot. Hätte wahrscheinlich hier vor Like sogar rausnehmen können. Und dann hätte man hier eine Lücke gerissen. So der A-Spot wieder komplett unter Kontrolle von Razor Edge. Ja, und die Rotation von Like war ja auch da. Vorher dann halt noch. Das war natürlich auch dann der Backup für die beiden Spieler in der Action, ne? Jetzt muss man überlegen, 40 Sekunden noch auf die Uhr knapp. Man muss es so machen, aber Polser passt auf. Wieder die Smoke fadet und wieder Tracer, der hier die Kürzung ziehen muss. Schiff macht den Counterfack aber gegen Patrick. Somit haben wir noch zwei Spieler von A-Boy-B. NKY kommt jetzt hier vor aus dem Jungle. Von hinten kommt Polser, der macht den Kopfschuss jetzt hier gegen Like. Und dann ist er immer noch ein Spieler dort und das ist Trip. Und QK holen sich jetzt hier beide Spieler und somit hat man das 4-5. Razor Edge Gaming kommt langsam endlich an in dieser Partie. Trotzdem, ohne Bombenplan, wieder richtig viel, immer noch richtig viel Geld bei AOB Esports. Sie können wieder reinkaufen. Wieder Money und Razor Edge muss wieder so ein bisschen bangen, bin ich der Meinung. Denn man muss jetzt mindestens diese eine Runde gewinnen, um dann sich hier ein 6-5 drauf zu machen, weil dann wird AOB Esports erstmal in die Pistol Force gehen, bin ich der Meinung. Ja, dann sollte man sie endlich mal so weit haben, dass man hier nur noch Pistols kaufen kann. Kann hier echt oft nachkaufen. Auch nochmal die AWP reingekauft hier. Für Ponke und damit ebenwürdige Runde nochmal aus Sicht von AYB. Auch Utility ist fast vollständig da. Klar, ein bisschen ist jetzt schon verworfen, aber man hat hier noch ganz viele Granaten zur Verfügung, um hier sich irgendwo den Platz zu erarbeiten, auf den Spot zu kommen. Und NK ist hier schon wieder im Connector. Ponke mit dem First Frag von dem Catwalk in Mitte Richtung Ticket. Und das macht wahrscheinlich jetzt hier den A-Spot zum Angriff. Boah, wir sehen schon zwei im Jungle, einer im Connector, einer in Action. Aber QK ist erfolgreich. Ponke mit NK. Aber nochmal, dann die Refrag. Drip auch schon wieder da. Oh, da hat er ein bisschen Reaktionszeit gelassen. Musste sich dann nochmal verstecken. Musste dann auch noch ganz zurückgehen. Rotiert jetzt auch nochmal komplett rum. So wie es aussieht, oder? Wo steht er? Ne, steht hier noch in der Ecke. Max. Und Trip jetzt wieder ist on fire. Oh, die tut weh. Nochmal, er hätte nur 16 HP. Ponk, passt nochmal auf. Aber der gute Trip, der ist hier on fire. Der rasiert hier alles weg. Macht sogar, das macht nur ein 3K. Also hat sich angefühlt wie ein 4K für ihn. Und holt hier die Runde noch für Razor Edge Gaming. Obwohl man so gut auf den Spot noch kam, ne? Bei AOB Esports. Erstmal der schöne Frag hier von Ponk aus, von kurz, ne? Mit dem Frag. Ich glaube, das Doofe war, dass halt das Duell verloren wurde auf dem B-Spot, dass man vielleicht von hinten hätte angreifen können. Und das war, glaube ich, auch Trip, der sofort rüber rotiert hat. Da hat er den ersten Track gemacht. Und da hat man alle anderen verloren. Ne? Ja, dafür, dass man doch nochmal kaufen kann. Das ist perfekt natürlich hier für Iber Beatsport. Die können wieder kaufen, also immer noch gebrannt gefährlich. Viel Schaden ist auch wieder gegen die Razor Edge Gaming gefallen. Dadurch haben die auch nicht wirklich Polster. Das sieht auch nicht gut aus. Ja? Die haben zwar alles, was man braucht, aber wenn man jetzt die Runde verliert, auf beiden Seiten, geht's ab in die Pistol Force rein. Und so sieht's aus. Man geht hier schnell auf den Spot. Man kann jetzt vielleicht schnell legen. Trip mit einem, Max mit einem, Trip fällt. Max mit dem Double. Der passt hier auf. Komplette Eskalation. Wir haben noch zwei Spieler ahead. Und Patrick. Die beiden wollen es natürlich wissen. Ahead passt hier auf. Holt sich Max. Was macht Patrick? Der muss sich jetzt Q hier holen. Aber QK gewinnt dieses Duell. Und ist ahead alleine. Im 1 gegen 2 dann noch. Aber dann der Re-Peak von Tracer. Nachdem er vorher Like rausnehmen kann, ist da. Und der Frag sitzt auch. Und somit kann ahead nichts machen. Trotzdem. Immer noch gutes Geld, dank dem Loser-Bonus für die Terroristen. Aber ich denke, die Pistol Force 2 wird sein mit ein paar Deagles oder so. Mit ein paar Utility-Granaten oder sonst irgendwas. Smokes, ein Execute-Go mit Smokes und so, weißt du, auf dem Spot, kann ich mir gut vorstellen. Auf dem A-Spot. Aber drüben hat man endlich jetzt hier die Chance, ein Polster aufzubauen, Pat. Ne? Ansonsten wieder viel Schaden reingegangen, wieder nur zwei Spieler überlebt. Du siehst es einfach, die haben zwar alles, was sie brauchen, aber es ist nur QK mit 4000. Ja, auf jeden Fall. Also viel Geld jede Runde, die sie ausgeben müssen, um wieder reinzukaufen und alles, was sie so brauchen. Sie verlieren sehr viele Spieler, aber natürlich, wie du schon sagtest, hat man jetzt AYB so weit, dass sie nur noch in so eine Half-Buy-Fuge reingehen können. Wir sind dreimal Rüstung, ein bisschen Utility und die Pistolen hier. Zwei Deagles, eine TZ, zwei P250. Und damit muss es jetzt dann gehen. Es soll vielleicht schnell Richtung B hier gehen und da kommt natürlich der Mollo gelegen. Der hält erstmal alle Spieler von AYB Esports hier ein paar Sekunden auf. Ja, die Mollo kommt natürlich gelegen, du hast gesagt.
hält offenbar alle auf und da kam noch ein zweites Smoke. Also somit hat man eine Doppelsmoke, glaube ich, drin jetzt hier. Aber trotzdem ist man einfach durchgepusht. Bei Polsem aus der Bünde raus, er hat es gut im Schirm. Pusht einfach durch und der wird jetzt beide kalt erwischt oder was? Aber den einen hat er wenigstens. Jetzt ist der Winkel natürlich offen. Max macht den Double. Max muss noch einen machen. Macht er nicht, denn der Head ist schon an der Seite bei ihm. Aber dann, was ist dann? Like mit dem 2K noch hinterher. Und irgendwo ist noch einer gestorben. Geht's ganz, ganz schnell. Race to Edge schafft es hier, die 5 Spieler rauszunehmen. Ohne Plant sogar, glaube ich, oder? Ja, ohne Plant. Ja, ohne Plant. Dadurch nicht ganz so viel Geld da, aber es reicht natürlich für den Fullbuy. Man hat ja gut reingespart, ist im vollen Lunasa-Bonus. Und jetzt sehen wir auch wieder auf Ponke, die AWP Ahead mit der SG. Spielt sie als einziges hier bei MLB Esports. Und auf der anderen Seite auch mal auch eine AUG, die ganze Zeit bei QK. Und sonst die M4s und natürlich bei Like die AWP. Also so in etwa dasselbe Waffenset auf beiden Seiten. Einer jeweils mit der Zoom-Waffe drin, die anderen mit den Standard-M4s und AKs. Sehr interessant auf jeden Fall. Und jetzt der Anschuss von Like wieder gegen Polzern. Ja, und dann Trip gegen Polzern. Ja, der Anschuss war da und dann will er ganz frech durch die Molo, durch die Smoke durchgehen. Da passt er auf und holt den Frag da natürlich 13 AP, machst du halt nichts mehr. Trotzdem immer noch brandgefährlich, 4 gegen 5 oder so wollte ich gerade sagen. Und da ist es auch schon der Frag. Trotzdem der Refrag und dann der dritte Frag. Und wir haben nur noch 2 AYB-Spieler. Somit haben wir das 4 gegen 2. Ich dachte, wollte gerade sagen, jetzt geht es hier hin und her. Jetzt gleich jetzt 3 gegen 3, 2 gegen 2. Aber AYB wieder mit der schlechteren Ausgangssituation. Man kommt vom Connector aus und die CTs haben sich echt gut aufgebaut. Trip zielt hier schon durch Richtung Ponke. Und der muss natürlich aufpassen. Der sieht den Spieler, aber Trip verfehlt. Die AWP zielt natürlich ab. Keine Schüsse, die kommen. Dann ist es Patrick, der einfach ganz frech auf den Spot kommt. Der wird auch verfehlt. Jetzt wird der Tracer durchgepusht. Tracer natürlich optimal dabei. Holt den Frag schnell. Und jetzt bin ich mal gespannt. Ponk macht erstmal die Smoke zum Support. Droppt runter. Will jetzt nochmal schnell Richtung den B-Spot. Aber da steht halt noch ein Spieler. Und das ist halt Max. Und Max wird hier wahrscheinlich gleich den Bombenplant mitbekommen. Ponke, der diffused, der fällt gleich an. Der geht einfach ganz frech drauf. Und Ponke sieht ihn. Ponke ist aber nicht tot. Und jetzt hatte ihn der gute Max. Und so steht es 8 zu 5. Und Race to Edge Gaming am Anfang gestruggelt. Mittlerweile solide angekommen als CT. Und es ist eine CT-Map-Pad. Ganz einfach. So sieht's aus. Das werden wir noch im Verlauf des Spiels sehen. Race to Edge auf jeden Fall richtig gut jetzt reingekommen ins Spiel, wie du schon sagst. 8-5 Führung. Das sah am Anfang erstmal nicht so aus. Da war es sehr ausgeglichen. Letzt hat AYB aber irgendwie so ein bisschen den Anschluss verpasst. Leider mit den Runden. Man muss jetzt hier noch gucken, irgendwie ein, zwei Ründchen vielleicht mitzunehmen. Das wäre super für sie. Vor allen Dingen, weil jetzt natürlich wieder man sich komplett runterkaufen muss. Das heißt, nächste Runde geht es nur in den Force-Buy. Und die Granate hier von Race to Edge tat auch gerade schon wieder gut weh gegen 3 Spieler von den AYB-Jungs. Ja, die tut wieder gut weh, ne? Bei den Jungs, ne? Verwirft die Smoke. Ja, passiert auch mal. Jetzt einfach nur voll Fokus. Das ist die vorletzte Runde. Endcapestone hier vorne, ganz frech am Connector. Da warten aber die anderen Spieler. Trip mit der nächsten Smoke. Und das könnte richtig übel werden jetzt hier. Vielleicht für AYB, aber genauso umgekehrt. Aber Tracer wartet hier. Dann ist auch noch Like da. Da gibt es die nächste Smoke. Dann sieht man die Spieler. Aber Tracer mit dem ersten. Tracer mit dem zweiten. Der hat die perfekte Position gehabt. Like hatte den vollen Fokus auf sich. Holt sich auch noch ahead. Und sie sind wieder nur zu zweit. Patrick und Ponke. Das läuft gerade gar nicht mehr. Natürlich optimal für Ratio Edge Gaming. Dass man hier so den Fokus ziehen kann. Das ist, war wie so ein Spot. Wenn er ein Tank war, der gute Like. Easy peasy. Man denkt, der Alster und Tracer macht easy 2 Frags. Und dann sind sie im 2 gegen 5. Ja, Tracer spielt gerade eh irgendwie so ganz close positions. Meistens in Action. Jetzt gerade beim Connector. Also der versteckt sich da immer in irgendeiner Ecke und holt dann die Frags gegen die Spieler von AYB, die meistens ahnungslos sind, weil sie, wie du schon sagst, einen Fokus auf einen anderen Spieler im auf dem Spot haben oder sonst wo. Ja, bitter, bitter für AYB. Sieht wieder schlecht aus. Wir sehen 5 Spieler leben noch hier bei Race to Edge. Und bei AYB sind es nur noch 2. Bei 20 Sekunden gespielt. Nochmal ein schöner Molo. Der macht nochmal gut Schaden. Trotzdem fliegt hier ein Spieler raus. Und dann ist es aber Max. Genauso wie der Molo von Trip. Die beiden Spieler rausnehmen und die 9. Runde sichern hier für Race to Edge. Ja, und wenn du mal aufs Scoreboard guckst, ne? Frags Verhalten, das ist nicht so krass. Aber wie viel Assists die ersten 3 Spieler haben, ne? Also 5, 6, 3. Ja, man hilft sich sehr, sehr krass, man kann sich sehr, sehr viel unterstützen jetzt hier gerade als CT. Es läuft einfach wirklich super gut. Die Kommunikation merkt man auf jeden Fall, ist da. Und AYB hat jetzt nochmal das Geld reinzukaufen. Nicht perfekt, NKY und Polter wahrscheinlich nur mit der Galils und damit Utility, um alles hier zu geben.
Und drüben hat man sogar jetzt aufgerüstet bei Ratio Edge Gaming, wo man das Geld einfach hat auf die Doppel-AWP, vielleicht auch die dreifache AWP. Vielleicht sieht man den Tracer auch noch mit der AWP und gönnt sich die AWP und die M4 mal im Wechsel, kein Plan, was da reingekauft wird. Ah, und vielleicht war auch die Pause drüben bei ihm, weil er AFK muss, weil er hat nur Deagle aktuell im Anschlag. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht. Wir gucken mal, ob da was liegt. Da liegt eine M4, da liegt sogar eine AK, da liegen viele Waffen. Da liegt alles, ja, da liegt alles, wisst ihr Bescheid. Also hier geht's auf jeden Fall ab und ich bin gespannt, ob jetzt die Runde an AWB geht oder Ratio Edge Gaming. AWB braucht die sechste Runde, also das fände ich schon nicht verkehrt, weil dann ist es echt ein solides Ergebnis. 5 ist auch super gut, aber da brauchst du halt auf jeden Fall dringend da die Pistole. Und da ist Light, den ersten macht er, den zweiten macht Tracer. Trippelt sich einen und dann ist es Light mit durch die Smoke und es ist nur noch der gute Endgame dann alleine. Und die Piste von Light ist einfach zu stark, dann halt für die 12 HP. Und es ist hier noch ein 3K bei ihm. 10 zu 5, Race to Edge Gaming. Am Anfang sehr gestruggelt und dann sehr dominant diese erste Halbzeit hier für sich entschieden. AWB Esports jetzt als CT und jetzt muss man es ihnen einfach gleich tun. Jetzt komplett eskalieren und einfach zeigen, dass man hier ein mega stronges Team hat mit den 5 Spielern ansonsten. Wird es hier doch vielleicht ein einfaches Spiel für Razor Edge Gaming, denn die haben letztes Mal ja, wie gesagt, gegen Entropy nicht das Ergebnis vielleicht geliefert, was man sich selber gewünscht hat. Was ich auch dachte, was auf jeden Fall kommt. Entropy, super starkes Line und auch hier. Man merkt halt, wie stark hier diese ganzen in der CSLM Open hier, was für Teams hier rumlaufen. Muss man einfach sagen, Pat. Und deswegen bin ich gespannt. Eigentlich wahrscheinlich ist hier schon angesetzt, wahrscheinlich vom Coach, von dem Teammanager. Oder von der Orga-Leiter. Ey, heute muss pflichtig sein. Ansage hier. Ey, wir sind noch da. Auch gegen AWB schaffen wir den Sieg zu holen. Oder müssen wir einen holen und machen wir auch. Ja, das wäre natürlich ein super schlechter Start auch in die ganze Liga, wenn du mit 2 Niederlagen direkt reingehst. Gegen wahrscheinlich auch noch 2 Mitkonkurrenten in den Playoffs. Das darf man halt nicht vergessen. Es sind halt gerade schon starke Gegner, die ja auch Race to Edge direkt in den ersten Partien trifft. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es halt ganz andere Charakter. Mannschaften, die man wahrscheinlich bei weitem leichter schlagen kann. Man kriegt ja direkt die harten Lose am Anfang. Das ist richtig bitter eigentlich für so ein Team. Weil jetzt nach den ersten Partien fängt es ja an, sich so langsam zu sortieren. Und dann kriegst du ja gleich starke Gegner zugewiesen in dem System. Und damit hast du einfach die ganze Season das Problem, gegen die Top-Mannschaften spielen zu müssen und gar nicht am Anfang irgendwelche kleinen Freiwins drin, wie es andere Teams wahrscheinlich haben. Ja, aber dann aus der Sicht müsste der Razor Edge einfach am besten aus taktischen Gründen verlieren, damit sie halt den schlechteren Teamspieler bekommen. Ist ja einfach so, wenn man es so betrachtet, weil es ist ja doch schon das Schweizer System, was hier abgeht. Und das ist auf jeden Fall Razor Edge, die in der Pistol-Round die Bonde übergelegt haben und wir haben es 2 gegen 3. Ey, bei B hier gerade im Retaken gut dabei. Es ist Like, der hier gerade gegen NKY ran muss und NKY mit der ersten und macht nochmal einen zweiten, wahrscheinlich gegen Tracer. Mal gucken, ob der was halten kann. Der geht in den Rückwärtslauf, bleibt irgendwie hängen, muss nachladen, keine Chance. Und ARB kriegt die Pistole und die zu erwarten werden musste für ARB und die sie holen mussten einfach, um sich jetzt nicht abhängen zu lassen beim Stand von 10 zu 5. Und können damit erstmal gut aufbauen, aber dank dem Bombenplan sieht man auch direkt, da sind die ja 3 AKs. 3 AKs, das tut weh. Und ja, eine schöne Force bei mega gut. Mittlerweile, wenn die Bombe geplantet wird bei den Terroristen und sie das Ganze verlieren. Sind selbst dann die AKs am Start und dazu noch ein bisschen Utility. 2 Spieler bleiben auf der Deagle, die haben halt hier für ihre Teammates die Waffen gedroppt. Und damit hat man hier ein richtig gutes Waffen-Line-Up bei Razor Edge in dieser zweiten Runde der zweiten Halbzeit. Und das ist so eine richtig gefährliche Runde. AYB muss jetzt aufpassen, die darf man eigentlich nicht verlieren, weil sonst ist man seinerseits natürlich gezwungen, hier wieder in den Force-Buy zu gehen. Und dann geht dieses Spiel wieder los. Wer als erstes 2 Runden am Stück verliert, muss meistens dann in die Eco gehen. Es sei denn natürlich, es kommt noch dazu, dass der Terror noch die Bombe legen und so. Da spielt noch ein bisschen Faktor mit, aber im Allgemeinen, wenn nichts Grobes passiert, ist es ja meistens so, 2 Runden, die du gewinnst, schickt die anderen in die Eco. Sonst wird immer gegen geforst. Ja, aber man sieht es hier, man geht auch durch den Connector wie vorher auch schon AYB, man ist zu dritt schon ready. Oben aus dem Palace ist auch noch ein Spieler da und das ist Patrick hier an, der kriegt die Mollo ab. Der kann sich hier schnell löschen, das ist natürlich wichtig, im CT steht Polsam, das Tempo geht an. Trey sollte den ersten Frag jetzt hier, trotzdem den Counter-Frag ist da, aber trotzdem der nächste Feld hier. Pong, gepolsam, macht aber noch einen Polsam, vielleicht mit dem zweiten, ich weiß es nicht genau. NKY versucht im Connector was zu machen, kann nichts machen, das ist 2 gegen 3. Es ist hier super intens jetzt in dieser Runde, die AKs sind noch am Leben, 2 Stück, die Mollo perfekt gegen Polsam. Oh mein Gott, es geht jetzt richtig schnell, Polsam pusht rauf auf den Spot, macht den Sprayversuch gegen UK. Es reicht nicht. Und wir haben es 1 gegen 3 für Ahead. Der hat es schon mal gerissen. 1 gegen 3. Aber es wird jetzt richtig schwer. Den ersten hat er. Trip ersten, ist raus. Super wichtig. Zweiten. Mal gucken, ob er QK holen kann. Hier oben hat er kaum noch Leben. Und der QK ist mit Tracer der Endgegner. Puh.
Was für aber eine Spannung jetzt am Ende noch. Und A-Wave und Race to Edge kriegt aber diese Konterrunde und das ist natürlich bitter für RBB Esports. Ja, richtig bitter. Vor allem, man hat auf der Seite jetzt nicht ganz so viel Geld. Wir sehen es schon, Ponk kauft die Deagle. Genauso wie Patrick. NK auch. Er hält die Rüstung plus ein bisschen Utility und Paulson ist hier unterwegs mit der Scout. Also da ist der Force bei, auch bei RYB Esports. Und somit jetzt dann die dritte Runde. Genau umgedrehte Vorzeichen bei den beiden Teams. Jetzt hat man Waffen bei den Terroristen, die ziemlich stark schon sind. Wir sehen jetzt eigentlich ist es ja schon ein komplettes Line-Up bis auf Trips Mac 10. Aber der, ja, mal zeigen, gucken wir mal, was es damit zeigt. Oh, jetzt die Shit hier durch die Kiste. Von Like holen sich NK und damit der First Track in der, wie viele Runde haben wir? 18. Sehe ich es richtig? 18. Runde, ja, wir sind in der 17. 18. Ja. Runde. Ja, damit der First Track, aber trotzdem ist man immer noch gut dabei mit zwei Deagles und einer 5-7 und der Scout und Noobster und sagt es gerade richtig. Also alle, die jetzt für AYB da sind, die brauchen jetzt mal eure Energie. Gebt mal ein bisschen Chat-Support für AYB Esports, damit sie wieder zurückkommen können, dass wir hier noch eine spannendere Partie sehen. Es ist trotzdem allgemein, finde ich, sehr, sehr knapp immer jede Runde. Aber Race to Edge Gaming hat halt am Ende doch die etwas solidere Stärke gerade. Also chattet rein, genauso natürlich für Race to Edge. Gibt hier ein bisschen Energie, mehr wollen wir nicht. Was macht Honke? Keinen Frag. CT-Spieler Polsam holt noch einen jetzt hier. Die Bombe auch noch genommen. Jetzt muss Tracer erstmal vor, wenn er weiter durchpiekt. Und die Gap ist. Jetzt kommt sich auf. Der nächste Anschuss hier. Aber dann ist er Head auch raus. Jetzt ist Polsam alleine. Im 1 gegen 2. 1 gegen 3. 1 gegen 4 war es. Trip aber im Refactor. Eieiei. Und somit 12 zu 6. Race to Edge mit 6 Runden Vorsprung jetzt hier stabilisiert und ABBs. Muss leider jetzt ganz, ganz bitter eingesehen, dass sie jetzt wahrscheinlich noch eine Runde abgeben, weil sie nur 5 Low Weapons haben. Also eigentlich nur Pistols, ne? Ja, da kann ich ja froh sein, dass es überhaupt Waffen am Anfang der Runde gibt, weil sonst hätten sie jetzt gar nichts. Man muss eine Voll-Eco spielen, hat jetzt 2 Flashes wenigstens noch geholt. Ja, und Bonke nochmal mit einer P250 für die Close Distance hier. Man geht zu 5, ne, zu 4 in Connector, will die Mitte jetzt hochpushen. Und da kommt aber der Drift von hinten auf Underground, holt sich 2 QK, auch mit 2 dabei. Und jetzt ist es nur noch Polsam alleine. Der steht auf dem A-Spot, probiert hier sein Bestes, noch Tracer rauszunehmen. Der sucht erstmal den Spieler, findet ihn und kann dann da mit seiner UMP aber mehr Schaden anrichten als der Gegner und damit ihn rausnehmen. 13. Runde für Ratio Edge. Und jetzt heißt es, auf geht's AYB. Jetzt muss man wieder ins Spiel kommen, weil sonst ist das Spiel so gut wie gelaufen. Jetzt die Waffenrunde verlieren und man ist wahrscheinlich schon in der sicheren Overtime bei Race to Edge. Ja, also los geht's. AYB, 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 ne? Das will ich jetzt hören, die Chorgesänge. Ja, Race to Edge sind richtig scharf dabei. Aber dann ist es ahead, hier mit den 3K. Da holt man alle 3 raus, da will man einen Tick zu schnell spielen bei Race to Edge Gaming. Und es ist die gute Runde, die wichtige Runde für AYB. Am letzten Moment, um das hier zu holen. Aber QK hat noch Bock, der lebt noch. Und der Spray von der Head macht nochmal guten Damage. Trotzdem ist es immer noch QK im 1 gegen 4. Und jeder Spieler, den er jetzt hier rausnehmen kann, das ist richtig wichtig. Also hier muss man aufpassen aus Sicht von ABB Esports, keinen mehr zu verlieren. Er hat sogar die Bombe, wollte ich gerade sagen, hat er aber nicht. Die ist halt nicht vor ihm gedroppt. Und dann kommt ein Spieler hoch. Und das ist Patrick. Der muss echt jetzt hier, das wird nochmal ganz gefährlich. QK aber gerade wieder Richtung B-Spot unterwegs. Und das ist natürlich das richtige Timing. Dann kann er noch von Rücken schießen. Und man macht die Runde. ABB kriegt diese wichtige, ich würde sagen, haarscharfe letzte Runde jetzt hier, bevor es eigentlich zu spät ist, noch ihre 1-CT-Runde. Aber sie müssen jetzt auch weiterhin dranbleiben und jede weitere CT-Runde holen. Ansonsten wird Race to Edge das Ding hier nach Hause holen, denke ich. Ja, man ist natürlich jetzt in einer ganz gefährlichen Situation. Eine Waffenrunde verlieren heißt gerade fast zwei Waffen, also zwei Runden abzugeben. Und das ist so gefährlich für AYB. Man muss jetzt wirklich voll im Fokus sein, jede Runde für sich entscheiden. Und natürlich auch dann irgendwie probieren, in die Ecos zu zwingen und Like mit dem First Track. Er hat erst den Anschluss gemacht gegen Polsam. Und jetzt den First Track. Patrick ist aber zur Stelle, kann aber nur einen rausnehmen. QK Refrag direkt. Und somit ist es eine 3 gegen 4 Situation aus Sicht von EW Esports. Und man ist schon auf dem A-Spot drauf bei Race to Edge. Ja, wichtiger Refrag, der da passiert ist. Ansonsten wäre Patrick wahrscheinlich komplett eskaliert. NKY sieht, dass Tracer da ist. Da gibt es mal eine schöne Kontermolle hinter, wird durchgepusht. Es wird noch zurückgemollert. Der Spray sitzt ganz gut. Man muss jetzt den Retake schaffen. Es ist der Vorteil für Race to Edge Gaming. Oh, es wird ganz gefährlich. NK on den Stairs. CT sind die anderen beiden. Und hinter ihm kommt der Spieler. Trip nimmt ihn hops.
Richtig gut gemacht. Was macht der Head? Und Ponke, eigentlich müssen die Safen gehen, aber die wollen es vielleicht wissen. Ponke macht nochmal einen Fact, war so wichtig, aber jetzt hat er eine Molo. Er ist eingefangen. Er muss jetzt da weg, schafft er nicht. Er stirbt, er geht drauf und das ist natürlich doof. Die beiden Waffen, hätte man die durchgebracht jetzt noch in die nächste Runde. Ich glaube, das wäre nochmal eine richtig starke Waffenrunde gewesen. So wird es richtig gefährlich und so könnte hier gerade das 15-7 sicher sein für Razor Edge Gaming. Außer die Jungs von MLB Esports werden jetzt ja erstmal sagen, okay, wir machen eh die Full Echo, weil man auch jetzt gerade noch Ponke verloren hat. Ja, ich denke mal, du kannst jetzt hier bei Patrick Ponke und NK noch vielleicht ein paar Deagles oder sowas reinkaufen, eine vielleicht droppen und dann musst du eigentlich hier eine Piste Force spielen. Da alles andere bleibt dir halt nicht über. Ja, man kann auch reinforcen, ne? Ja, aber immer. Da gibst du das Spiel, glaube ich, ab. Also, ich auch, so ja. Spielst du jetzt aufs Unentschieden, auf die Overtime. Wenn du jetzt hier reinforst, boah, ich glaube, das wäre das Ende direkt. Gib ich dir vollkommen recht. Da kommt halt auch nicht viel bei raus bei dem Force. Wenn du bei 2000 guckst, da sind halt auch nur Deagles drin. NK, ja, hättest du sich vielleicht irgendwie eine Farmers oder so holen können. Aber dann hast du halt fast keine Utility. Das ist schon echt schwer. So spielst du jetzt, wie gesagt, in die 15. Runde. Vielleicht hast du ein bisschen Glück. Hast mal hier den CS-Code auf deiner Seite, triffst mit den Deagles gut rein. Holst hier vielleicht sogar mal so eine Runde. Das wäre natürlich das Beste, was jetzt LLB Esports passieren kann. Wenn sie die Runde jetzt mit den Pistols hier holen, das wäre das Beste, was passieren kann, auf jeden Fall. Genauso wie es hat sich AWB vorhin als Terror auch einmal geschafft. Haben sie noch einmal gemacht, oder war das Race mit der Pistol Round? Das war Right to Edge, ne, die mit der Pistol Round, genau. Die haben es nämlich gemacht, als sie jetzt CT waren. Haben sie einen geilen Retake gemacht, oder das war nicht schlecht, da hat der AWB echt ein Problem. Ja, jetzt vielleicht genau umgekehrt auch mal versuchen und schaffen. Das wäre das Beste, was passiert, dann ist man noch nicht auf Overtime geprägt und man kann nächste Runde sofort reinkaufen mit gutem Geld und guten Waffen. Um hier gegen Razor Edge Gaming zu performen, weil die haben auch nicht so viel. Drei Spieler nur mit 3K, der Rest hat halt echt unter 1000 halt, ne? Und das ist halt so gut wie nichts. Aber wenn der Bombenblatt noch durchkommt, dann könnte man vielleicht wieder reinforsten damit die anderen Jungs. Also es ist super, super close und die Jungs von Razor Edge Gaming lassen sich viel Zeit, ne? Man baut sich auf, wartet ab. Bei Tracer, man sieht mal, ob jemand offensiv geht. Man geht unten durch den Weinkeller durch. Man erwischt hier Polser so ein bisschen, aber nicht genug. Aber jetzt der Ponke vielleicht mit dem Klickversuch. Mal gucken und bupp! Da ist Tracer raus. Und genau so ein Klick, davon brauchen wir mehr aus Sicht von MLB Esports. Ach, der erste Schritt ist getan. Vier weitere fehlen noch, um hier diese Runde zu gewinnen. Aber das war auf jeden Fall schon mal ein richtig schöner, sauberer Deagle-Shot, den wir hier gerade sehen konnten. Jetzt hat man die Mitte hier bei Razor Edge eingenommen, will hier weiter vor Trip, jetzt Richtung Connector unterwegs, ist schon oben und da warten zwei Spieler, Polzern mit NK und NK wird da rausgestoppt, aber Polzern nochmal mit dem Frag, aber ein super schneller Refrag, da waren einfach viel zu viele Terroristen gerade im Connector vorhanden und die sind super schnell unterwegs mit ihren Waffen und jetzt Like auch nochmal mit dem Frag gegen Ponke und im Ende sieht es wieder schlecht aus für AYB hier diese Runde noch zu holen. Ja, Like zielt schon nach Palace ab, also Patrick wird schwierig. Oh, das Timing jetzt gerade gut gemacht. Jetzt gegen ihn, jetzt kann er rauskommen. Oh, das ist richtig bitter für Patrick. Like hier super agil, selbst mit der AWP, guckt erst da an, guckt wieder Richtung Palace, kann seinen Mate decken und das ist das 5-7. AYB Esports jetzt mit 8 Runden Rückstand, mit dem Rücken an der Wand, kann jetzt noch einmal reinkaufen, war sehr solide gespielt und hier nochmal voll konsequent natürlich die Echo gemacht. Und jetzt muss man Gas geben. Jetzt braucht man die Energie jetzt hier für MLB Esports. Also wo sind die Leute von AYB, dass man hier nochmal ein bisschen Energie findet im Chat. Das wäre natürlich alles machbar hier noch. Also so ist es nicht. Aber Razor Edge Gaming machen hier einfach eine Top-Performance. Da braucht man nicht viel zu sagen. Bei denen läuft es gerade. Ja, aber Ponke macht den ersten. Der Anschuss von Polzer. Was? Da fallen schnell zwei Spieler von Razor Edge. Und dann ist es erstmal wieder die Chance, hier eine Runde zu überstehen. Und vielleicht die zweite und die dritte. Aber mal gucken. Geld ist auf jeden Fall für die nächste Runde... Denke ich schon da bei Razor Edge. Ja, auf jeden Fall. Also da wird man zumindest reinforcen. Ist ja mehr als genug da. Vor allen Dingen unten ein Max mit den 5K. Da reicht auf jeden Fall vielleicht sogar noch eine kleine Waffe zu droppen. Man ist nicht mehr im Loser-Bonus, also man kriegt 1-4 dazu. Ja, mal schauen. Vielleicht spielt man es auch ganz safe. Kauft einfach nur ein paar Waffen rein. Also Pistolen. Und spielt dann noch eine Runde. Man hat ja ein bisschen Zeit. Man hat sich einen guten Vorsprung erarbeitet. Andersrum, vielleicht braucht man es ja gar nicht mehr. Jetzt geht's drauf auf den A-Spot. Man ist zwar nur noch zu dritt. Ja, wahrscheinlich zu zweit. Polzern hier mit einem schönen Peak an der Smoke vorbei. Er hat auch noch mit dem Crack. Das wird sogar eine Flawless-Runde hier für AYB Esports. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Richtig gut gelaufen, Pat. Also da muss man einfach sagen, das war super wichtig, dass man hier sogar Flawless geht.
Und Race to Edge, ja doch, du hast recht, da hat man nicht so viel Geld und da muss man aufpassen. Da braucht man jetzt auch noch ein bisschen Energie aus dem Chat. Ich sehe halt nur die guten Nox, der hier mitmacht. Und vielleicht haben wir noch ein paar Race to Edge Fans auch im Chat. Die brauchen natürlich genauso Energie, also feuert die auch mal ein bisschen eine Runde an. Ne? Am Ende könnte der Sieger der Herzen sein, der den meisten Support bekommt aus dem Chat. Aber aktuell vom Können her und von dem Counter-Strike ist Race to Edge weit vorne. Und die brauchen es vielleicht gar nicht. Auf jeden Fall geht es erstmal jetzt nur in der 5er Deagle Round, würde ich hier meinen. Ja, sieht man ja ganz klar. Und vielleicht verteilt man jetzt wieder Klicks wie vorher schon als CT. Und das wäre richtig bitterpart. Also wenn das jetzt passiert, uiuiui, so zu verlieren, das wäre... Uff. Ich weiß nicht, wie man dann heute Abend schlafen gehen möchte. Boah. Mit ein bisschen Plasma Cooldown. Ist doch ganz einfach. Hashtag Werbung, wisst ihr Bescheid. Wir sind nicht gesponsert. Sonix. Immer so eine Strichliste, ne? Ende des Monats. Machen wir. So, wir haben es einmal gesagt. Immer Hashtag. Ist der Bescheid. Ja, natürlich. Also eine Deagle Round dann als letzte Runde noch zu verlieren oder eine andere Deagle wäre bitter. Aber da hat auf jeden Fall Ecke nichts mehr gesehen, außer eine Kugel, die genau seinen Kopf getroffen hat. Richtig schöner Shot hier. Und dann ist es schon der nächste. Aber jetzt ist es Polsan und Ponke, die hier nochmal reinkommen, aber trotzdem Tracer auch nochmal mit dem Frag und das ist die Überzahl sogar jetzt hier für Race to Edge. Das wird aber ausgeglichen von Ponke, aber Max auch zur Stelle und somit ist es Patrick als letzter Verbleibender hier in Kitchen und den holt sich Max auch noch und damit ist es das Ende des Spiels. Race to Edge gewinnt das Ganze hier 16-8. Krass, damit hätte ich nicht gerechnet, dass das jetzt wirklich noch passiert, ja, dass man der Deagle Round verliert. Ich glaube, das Problem war einfach jetzt auch, man wollte auch unbedingt auf Krab auf den Spot die AWP alleine ohne sein Backup von seinem Mate und dann hat man ihn auch gut in die Meinung genommen. Stark gespielt von Race to Edge. Heute haben sie mal ein schönes CSGO gezeigt, jetzt hier auf dem, oder mit dem Sieg ihr CSGO hier eingeläutet in der ESL Open. Super wichtig natürlich auch für sie, die vorher auch in der Div 2 gespielt haben. AOB genauso. Da braucht man sich auch nicht verstecken. Vielleicht liegt es auch einfach an der Map. Mirage ist nicht bei allen beliebt, ne? Also ich hoffe, ein Best of 3 sehen wir. Aber ich denke ganz klar, beide Teams werden wir auf jeden Fall in den Playoffs sehen. Ist halt heute mal so. AYB hatte wie viele Punkte? Ich guck gerade mal nach. Wie viel hatten die? Müsste jetzt im Mittelfeld irgendwo stehen, oder? Ich sehe sie gerade. Da sind sie. Ne, 0-2. Haben zwei Spiele jetzt verloren. Ach so, also 0-2. Okay, da muss man auch ein bisschen jetzt Gas geben. Aber im Endeffekt ist es ja genauso. Machst jetzt lieber den Loose, taktierst, holst jetzt 6, 7, 8 Wins, 10 Wins und dann am Ende musst du halt nochmal gegen die anderen Leute spielen, die auch stark sind. Du wirst halt der Vorteil für dich. Du hast jetzt die starken Gegner schon durch vielleicht und danach kommen nicht mehr die ganz starken, weißt du, die man dann facen muss. Hauptsache man spielt sich jetzt nicht in den Tunnel rein, wo am Ende dann halt das Momentum komplett im Keller ist, weil man einfach gegen auch andere Teams verliebt, wo man eigentlich doch auf dem Papier viel, viel stärker ist. Ja, also man darf als nächstes hier gegen Panthers Gaming Academy spielen, Burning Foxes, MyNeck und Devisen. Also man hat jetzt auf jeden Fall erstmal wieder einen, ich sag mal, ein paar Gegner, die auf jeden Fall schlagbar sind. Man hat natürlich auch mit Rhein-Neckar Esports und Race to Edge am Anfang genauso starke Gegner gehabt, wie es jetzt auch Race to Edge hatte. Also am Anfang, gerade für die beiden Teams, schon harte Partien. Ich glaube, Rhein-Neckar war auch so ein Spiel, was man auf erst geführt hatte, oder? Und dann Rhein-Neckar zurückgekommen ist. Ja, genau, das hast du mir sogar erzählt und das war das 2. Okay. Stimmt, da war die erste Halbzeit, glaube ich, sogar 11-4 oder so auf das 2 oder so. Und, genau. Und da habe ich schon gedacht, da habe ich schon ausgeschaltet gehabt und gesagt, okay, weil wir selber, glaube ich, casten mussten, ja, AYB führt hoch, das sollten sie locker machen. Und dann hat da Rhein-Neckar das Spiel nochmal gedreht oder so. Irgendwie ja, so war als das. Als Terror, ja, genau. Haben sie als CT natürlich auch eine richtig bittere Niederlage dann in so einem Fall. Und jetzt heute, ja, hat man eigentlich keine Chance gehabt, da war Race to Edge einfach zu stark. Ja. Wollen wir nicht verzagen, weitermachen. Man kennt es ja, den Kopf nicht hängen lassen, einfach durchziehen und dann am Ende die aus den Fehlern lernen, das mitnehmen und mehr kann man, denke ich mal, nicht machen. Ich denke, ein paar Fehler wurden vielleicht gemacht, die man analysieren kann. Das muss halt dann selber das Team machen, der Coach und so. Aber es ist halt so. Gratulation an Race to Edge, muss man einfach dann in dem Fall jetzt auf jeden Fall sagen. Die haben das Ding heute sich verdient geholt mit 16-8. So sehr, sehr solides Ergebnis und ich denke, damit kann man erstmal sich so erstmal auf die Schulter klopfen, nachdem man das erste Spiel doch eine gute Klatsche kassiert hat hier von Entropy Gaming. Es war halt gefühlt, würde ich schon sagen, sehr leicht aus für Entropy, aber Race to Edge jetzt auf jeden Fall auch da und ich bin gespannt, vielleicht kannst du uns noch sagen, wer Race to Edge als nächstes faced, was die so für Gegner haben, ich bin echt gespannt. Plague Darks, Final Gaming, Seaplay und MyNeck
sind das, die nächsten vier. Okay, also C-Play, glaube ich, ein starker Gegner und genauso wie vielleicht ja nicht mein Deck, Playing Ducks, muss man gucken. Ist auch stark auf jeden Fall, denke ich nicht. Darf man auch nicht unterschätzen. Ich weiß nicht, wie die gerade stehen. Also es ist alles sehr, sehr offen. Ich finde auch, man sollte auch hier ein Best of One niemals als Maßstab nehmen. Es ist alles noch drin, also schauen wir mal. Also, ich weiß nicht. Ich bin echt gespannt. Wer Bock hat, auf jeden Fall auf unseren Cast. Lasst uns ein Follow da. Mal so nebenbei reingehasselt. Denn wir machen jetzt hier Feierabend. Ich werde rüber hosten zu den guten Alex R. Wer Bock hat, kann da ein bisschen weiter supporten. Bei uns geht es morgen Abend wieder weiter. Um 20 Uhr und um 21 Uhr wieder zwei schöne Spiele, glaube ich. Einmal so ein Spiel, wo man auch vielleicht erwartet, das könnte eine Überfahrt werden. Ja. Und danach nochmal ein kleines Highlight-Spiel mit Plan B gegen Entropy Gaming, glaube ich, haben wir in dem Fall. Müsste es gewesen sein. Also, in dem Sinne. Vielen, vielen Dank fürs Reinschauen, vielen Dank für die ganzen Follows. Lasst uns auf jeden Fall ein Follow da, wenn ihr Bock habt, auf Twitter und Co. Dafür hasse ich nochmal den Befehl raus. Pat freut sich, ich freue mich. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder. In dem Sinne, habt einen super Abend noch, jetzt um 22 Uhr. Ja, Abend, wie auch immer. Euer Albi. Jo, und euer Pat. Ganz einfach, haut da rein. Viel Spaß bei Alex hier. Ja.